Hallo ihr Lieben, Folge Nummer 5 von der neuen Serie Was verbirgt sich hinter dem Ü-Ei-Code? Und hier, das wird ein sehr schnelles Video, das wird ein Short, schätze ich mal. Meinst du? Ich weiß es nicht. Haben wir die Nummer 649341. 649341. Ich schätze mal, dass es ein kurzes Video wird, weil... Ich dachte, es sind gar keine Figuren drin, aber hier ist eine Figur drin. Das hört sich nach einer Figur an einfach. Es hört sich so an, oder? Es täuscht dich. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Das ist schon zusammengebaut worden, kann das sein? Das ist sehr cool. Das wurde schon zusammengebaut, das ist, denke ich mal... Ey, ich glaube, daran kann ich mich sogar erinnern. Hast du das zusammengebaut? Nein. Nee. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, das wurde schon zusammengebaut. Es gab zwar... Es ist ein Adler aus der Serie... Bunte Kugelvögel, handbemalt. Das ist ja geil, handbemalt sogar. Handbemalt. Und der Adler der Nummer 6 hat die Nummer 649341. Und man sieht sogar so ein bisschen, dass es handbemalt ist, weil hier wurde sich vermalt. Kann man das ranzoomen? Wahrscheinlich. Hier hinten ist so ein bisschen Farbe daneben gegangen bei dem Adler. Am Po? Ach nee, hier der, oben am Kopf. Ja, stimmt. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Ja, also der war schon zusammengebaut, finde ich nicht schlecht. Dann habt ihr mal ein kurzes Video. Vielleicht laden wir diese Woche ein zweites rauf. Ihr könnt ja in den Kommentaren schreiben. Reicht euch ein Video in der Woche? Mittwoch? Achso. Ein Video in der Woche. So nimmt man ihn auseinander. Wir machen es einfach mal andersrum. oder wollt ihr mehrere Videos sehen an verschiedenen Tagen? Ansonsten, dann wurde der bestimmt schon mal zusammengebaut. Der kam vielleicht so. Ja. Ansonsten hat er sich im Laufe der Jahre selber zusammengebaut. Ja, wahrscheinlich. genau. Ja, ansonsten halt jeden Mittwoch 16 Uhr. Ne? Ja, jeden Mittwoch 16 Uhr kommt eins dieser Videos. Und jetzt wissen wir, was sich unter der Nummer 649341 verbirgt. Verbirgt. Liebe Grüße. Bis dann. Tschüss. Tschüss.